Hallihallöchen Leute, willkommen zurück bei Brave Frontier Europe, wo wir heute ja den Patch hatten und damit ein paar Änderungen und außerdem noch eine Ankündigung. Wir werden nämlich den ganzen Oktober über weiter Geschenke bekommen. Drei Juwelen, wovon einer schon heute kam, ist jetzt nicht weltbewegend viel, aber okay. Bei Geschenken gauscht man ins Maul. Ehrenpunkte, Sell, ein Haufen Zeug, ein Burststock, kann ich mitleben. Brauche ich nicht so viele Schemenforscher, ist cool. Impex ist super. Feuerkristall, Erdgas, Tolli, Gott, jedes Element. Wundermimik, Wundertotem, Wunderspiel, Götzen, das ist cool. Denn die kann man noch nicht im Achievement Shop bekommen, der jetzt ja gekommen ist. Ein bisschen anderes Zeug noch. Das ist in Ordnung. Ansonsten, ja, wir haben heute den Achievement Shop bekommen. Der findet sich hier. Und man sieht schon, ein paar Sachen sind verbuggt. Gerade war es noch nicht, aber jetzt wird mir das schon nicht mehr angezeigt. Hier haben wir weiterhin die Schlüssel. Wobei ich den heute nicht brauchen kann. Und hier oben, Record Missions, eigentlich sollte da nur Missionen stehen, die Dinger sind gerade auch weggestorben, super. Ich weiß, dass Heiden jetzt das gleiche Problem gerade auch schon hatte, bei mir war es beim ersten Starten nicht, aber jetzt irgendwie wieder. Aber im Endeffekt kennen wir die Felder schon aus Global, deswegen glaube ich, braucht die Aufschriftung jetzt nicht unbedingt sein. Als erstes haben wir hier oben Daily Challenges. Dabei gibt es bisher diese, mit dem linken Button kann man Sortierung ändern. Mit dem rechten Button kann man Ergebnisse erhalten, wobei man halt keine Ergebnisse erhalten kann, wenn man noch keine gemacht hat. Und hier heißt es dann einfach nur, besiege Gegner von bestimmten Elementen. Ist in Ordnung. Kann ich wohl. Dann gibt es hier einen Haufen Missionen, wo man Punkte tatsächlich schon bekommt. Wir werden einen Teil davon schon einsammeln. Aber nicht alle. Und ich kann euch auch nur empfehlen, sammelt nicht alle davon ein. Man kann hiermit sagen, Receive All, dann sammelt man alle auf dieser Seite. Und wir können bis zu 50.000 Punkte bereits ansammeln. Das ist cool, aber holt euch hier noch nicht alle weg. Was ist das hier überhaupt? Ach, ist das Arena? Ja, das kann ja... Record Missions. Ach, das ist die Punkte, die man in den Missionen macht. Die geben einem auch wiederum Rewards in Form von festen Rewards. Holt euch nicht alle davon, denn später irgendwann werdet ihr feststellen, oh, ich muss jetzt unbedingt zeitgenau passend welche haben, um mir bestimmte Items zu holen. Dann wollt ihr, dass hier noch welche verfügbar sind. Es gibt hier noch Special Records, die noch nicht verfügbar sind, genauso wie Grand Crest und Raids, die sind noch ausgeblendet. Es gibt da halt schon einen guten Bereich sonst. Dann sammeln wir uns jetzt einfach mal ein bisschen was ein. Aber ne, die war nicht, weil man sieht dann hier, die Overall Records gehen hoch, wobei das Schönste, was ich jetzt bekommen werde, sind Juwelen dabei. Sweet, dann holen wir uns das auch schon mal, weil Juwelen bekommen ist nie verkehrt. Und eine Sphäre, die wenn ich brauche, dann können wir hier verkaufen. Sowohl Zell als auch Karma, als auch Einheiten. Können hier, was sind das, 5 Millionen Karma verkaufen für 1000 an Punkten. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin so ein bisschen was kann man damit machen. Und vor allen Dingen interessant ist das Einheiten verkaufen. Darauf habe ich mich auch tierisch gefreut, weil damit kann man diese ganzen überflüssigen Einheiten, die man hat, alle weghauen. Und meines Wissens nach genau zählen auch dieses Badge hier, obwohl die 6 Sterne Form bekommen und Honor Summon bekommbar sind, zählen noch als Rare Summon Einheit und geben dementsprechend gut Punkte, wie man hier sieht. Wenn ihr hier guckt, das geht alles ganz schön hoch. Überlegt euch natürlich, wen ihr weggeben wollt. Ich glaube, dich müsste ich... Ah ne, du bist Oracle. Dich werden wir als Oracle sowieso nicht ausbauen. Die kleinen hier, wie man sieht, geben keine Punkte. Also farmbare Einheiten geben halt einfach keine Punkte. Jedoch diese hier zählen halt noch nicht... und auch du, der zählt noch nicht, nicht als farmbar, obwohl sie praktisch gesehen farmbar sind. Sie hier schon, weil eindeutig das Wort Hexen, aber diese Badges, die sie irgendwann in die Rare Summons umgelagert haben, haben sie im Gegensatz zu Global nicht nachgearbeitet. Deswegen werde ich die hier auch brav alle für Punkte verkaufen. Sonst hätte ich gesagt, ich behalte die als Brave Burst Fodder, aber das ist halt einfach super geil, die verkaufen zu können, bevor sie auf die Idee kommen, das an irgendeiner Stelle mal nachzuholen. Fallmal gehört zum Beispiel auch dazu. Und wie viele Punkte eine Einheit gibt, hängt davon ab, welche Stufe sie hat, also welche Elementarstufe sie hat, welche Sternenstufe sie hat und welches Level sie hat. Also es lohnt sich prinzipiell zu sagen, ich fusioniere da ganz viel Zeug rein, dann kriegt ihr dementsprechend mehr Punkte dafür. Aber man muss dafür natürlich Aufwand betreiben, den es mir meistens nicht wert ist. Na, du zählst keine. Man könnte die auch da reinhauen, interessant. Werde ich aber auf keinen Fall. Was noch interessant wäre, zählen die sich anders, geben 700, ist aber eine 4 Sterne. Ja, 3 Sterne würde weniger geben. Brauchen wir nicht raus. Wir haben jetzt einen guten Batzen an Punkten, denn da, das magst du nicht momentan bei 50.000. Damit können wir nämlich tatsächlich mal in der Exchange Hall schauen, denn wir haben hier schon einiges an Zeug zur Auswahl. Links der Button, der jetzt schlecht angezeigt wird, sind die normalen Einheiten, also Zeug, was man so bekommt.
In der Mitte sind Sphären. Da haben wir sowohl hier oben einen Geheimstein einmal verfügbar. Lindring, keine Ahnung, was das ist. Für Babyanzeige beim Angriff, nicht so spannend. Mechsword. Wir haben hier unten schon die Glutlanze und die Eislinge. Das sind die Sachen, die Sphären für Claire und Cold. Die haben sie schon drin. Die hier sind, die sind aber für normale Einheiten nicht besonders interessant. 10% HP und Rack und Schaden durch Crit. Gleiches Bild hier. Nichts, was man jetzt für normale Einheiten einsetzen müsste. Deswegen hole ich mir doch nicht, um mir den Platz noch zu sparen. Und wir können hier rechts Schlüssel. Wir bekommen hier noch keine Impfschlüssel bisher. Aber wie man sieht, wir können hier schon Imp Artens und Burst Emperor und, bekommen. Dementsprechend holen wir uns die auch schon, weil die geben halt massig Boni. Und ich hole mir auch den Sphärenfrosch, weil davon brauche ich auch noch mehr. Auf jeden Fall. Auch wenn die Anzeige echt nervig ist. Was ich auch gemerkt habe, aus irgendeinem Grund kriegen wir keine Attack-Imps. Frag mich nicht warum, aber wir kriegen keine. Ansonsten, und wir kriegen hier auch leider keine Mirror-Idols. Die wären hier eigentlich auch angemessen. Aber was da zum Beispiel drin ist, Metal Mimics, voll geil, muss man sich nicht mehr farmen, richtig gut. Ja, das ist aber in dem Bereich eigentlich auch schon alles. Also mehr gibt das tatsächlich nicht her. Frontier Hunter haben wir immer noch nichts Neues bekommen. So, noch keine weiteren Ergebnisse. Soweit ich es gesehen habe, hier auch nichts Neues. Nö. Was halt noch neu ist, Quest. Da können wir einen Blick reinwerfen. Ich habe sie noch nicht gemacht. Das heißt, es dürfte uns an der Stelle jetzt erstmal Lucius anspringen. Wir bekommen hier Baruja. Das heißt, Lucius... Ja doch, tatsächlich müsste hier... Ich weiß gar nicht mehr, ob Lucius selbst damit uns redet. Ich glaube, es stimmt. Ich glaube nämlich nicht, denn hier gehen wir hin, um mit Lucius zu reden. Um ihn quasi zu konfrontieren, was denn, ob das stimmt, dass er eigentlich gar nicht so für uns ist. Und genau da treffen wir Ark. Die Story habe ich für die, die es interessiert, in Global schon ausgiebig gespielt und dort auch schon erklärt. Also wer tatsächlich wissen möchte, was dort passiert, entweder selber lesen oder halt dort reinschauen. Ich werde die nicht nochmal hier in Global zeigen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu doof. Schön ist, wir sehen hier ja, wo wir überall alles bekommen können. Und könnten halt jetzt per Map wieder zurückgehen nach... Schlag mich tot. Atavena. Atavara, ich sag mal Atavana, weil es cool klingt. Haben hier wahrscheinlich nochmal extra Story gebubbelt, richtig. Ich will tatsächlich in eine Quest reingucken, denn ich habe gehört, ein bisschen was hat sich im Kampf, soll sich im Kampf selbst auch geändert haben, wobei ich nicht drauf geachtet habe bei dem, was ich bisher probiert habe heute. Aber generell gilt halt, ja, wir haben jetzt halt den Achievement Shop, haben damit tatsächlich alles, was wir daran machen können, in sehr kurzer Zeit ausgebraucht, weil er halt einfach, er hat das gleiche Problem, was wir momentan mit allem haben. Er ist halt einfach kein wirklicher Content in dem Sinne, dass man davon keinen Inhalt hat. Man hat dort nichts zu tun. Es ist nicht wie Raids, wo ich jetzt sagen kann, ich kann mir Dinge farmen. Sondern ich sammle halt so ein bisschen Punkte nebenbei immer wieder. Und dann habe ich am Ende irgendwann meine Möglichkeiten. Okay. Aber nichts, wofür ich das brauche. Das ist halt das gleiche wie diese ganzen 6-Sterne-Badges, die momentan kommen. Ich habe in den Kommentaren meint einer von wegen, ja, für Free-to-Play-Spieler ist das geil, man kann halt nicht aufschließen, was Einheiten angeht, weil man halt einen Haufen guter Einheiten bekommt. Ja, das stimmt wohl, aber man braucht diese Einheiten halt, upsi, jetzt war mein Bildschirm ganz kurz schwarz, man braucht diese Einheiten halt einfach nicht. Das ist, klar, es ist geil, dass man sich jetzt Lario 6 Sterne farmen kann und so etwas, aber wofür? Was macht man damit? Da ist doch nichts zu tun. Das Gute hier ist ja noch, wir haben nur den Vorteil von erhöhter Geschwindigkeit, wobei wir theoretisch gesehen keine Erdeinheit mitnehmen sollten. Deswegen nehmen wir mal eine Elsa. Hat sich hier irgendwas geändert? Nö, sieht alles noch normal auf. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Items auffüllen, ob sie sowas langsam nachliefern. Das wäre das Nächste, was ja fehlt, dass Items auto-vervollständigt werden. Wenn man wieder rein... Oder was heißt Auto aufgefüllt werden, wenn man wieder reingeht? Ah, man sieht da unten... das dauert nichts. Man sieht jetzt bei Auto-Battle-Aktivität steht, auf welcher Quest man ist. Und kann hier recht leicht auch wieder rauskommen. Was natürlich cool ist, in dem Sinne, dass man damit sehr, sehr leicht nachvollziehen kann, wann man... Oh, man muss auch mal kurz in die Optionen schauen. Ob sie da vielleicht auch noch ein bisschen nachgeliefert haben. Perfekt aus.
Autokampfeinstellungen aus. Ein. Leider haben sie die. Die SBB-Filterung mit UBB, wie wir sie aus Global kennen, noch nicht. Das wäre natürlich noch cool, wenn man da sehen würde, ja, das und das und das passiert. Wenn wir, also damit können wir es dann umschalten, dass SBBs zum Beispiel nicht zwangsweise benutzt werden. Das wäre halt super geil mit Darwin-Stellung zu sagen, oder wenn man es halt, ja, Shearer, um halt zu sagen, okay, wir nutzen die Möglichkeit eines Mitigators voll aus, indem wir halt das so einstellen, dass der immer genutzt wird, jede Runde, egal ob er BB oder SBB hat, dann ist man tatsächlich eigentlich vor allem sicher. Aber mit dem Team-Setup gegen alles, was mehr als ein Gegner ist, komme ich ja glücklicherweise auch so immer auf vollen SBB. Und man merkt, ich habe mittlerweile meine eigene Elsa rausgenommen und dafür Lario rein. Einfach weil wir da mit der Elsa-Jade-Kombination die beste Leader-Skill-Kombination und Werf-Kombination haben. Sonst habe ich ja Doppel-Jade genommen, das ist ja cool, aber dann haben wir halt einen Attack-Buff, der ins Nichts geht. Spätestens, wenn man dann noch Shira bekommt, ist es richtig ärgerlich, weil die ja auch noch einen Attack-Buff hat. Von daher ist das so ein bisschen nie. Wobei ich ja bisher keine Shira habe, das daher nicht so wirklich bedeutend ist. Und wir sind bei den Bossen angekommen. Tatsächlich gehe ich davon aus, dass vielleicht man im allerletzten Questgebiet im Bosskampf gegen Lucius selbst mal gucken muss, was passiert. Ansonsten sollte das ja alles locker ohne Probleme per Auto-Battle machbar sein, weil dadurch, dass man halt mit so einer Teamkombination jede Runde Mitigation hat und die Gegner eigentlich spätestens in der zweiten Runde tot sind, ja, sehe ich da jetzt wenig Probleme. Das Einzige, was noch passieren kann, dass eine auf der vorletzten Stage ein Mimik begegnet, die einem den SBB kaputt haut, aber ansonsten kann nicht viel schief gehen, sagen wir es so. Kriegen was an Geld, an Sell und Karma, ja. Items gibt es natürlich auch wieder neue, aber nichts besonders Spannendes. Zeug, ja, können die jetzt gemütlich farmen. So viel vom Update in EU. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute, und macht's gut.